Ja, hallo, willkommen bei Life Coaching to Go. Und wenn du mal wissen willst, warum es so schwierig ist, als Single einen Partner, eine Partnerin zu finden, dann solltest du dir unbedingt meinen heutigen Podcast reinziehen, denn ich habe einen der besten und erfahrensten Single Coaches Deutschlands im Interview, Ronny Rosen. Und ich kann dir sagen, diese Erkenntnisse sind es wert, diesen Podcast zu sehen bzw. zu hören. Ich freue mich auf dich. Also bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Live Coaching to Go. Und heute bin ich nicht alleine in meinem Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Für mich auch ein ganz besonderer Gast, weil wir kennen uns schon über Jahre und ich kenne ihn auch deswegen, weil er bei uns die Ausbildung zum Life Coach gemacht hat und er hat sich dann spezialisiert auf Singles. Und ein herzliches Willkommen an dich, Ronny Rosen. Hallo, Ronny. Einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Ja. Einladung. Ja, gerne. Wir hatten ja schon lange geplant, mal einen Podcast zu machen, aber wir haben beide das Problem, wir haben zu wenig Zeit, wir haben zu viel zu tun. Und deswegen bin ich froh, dass es heute geklappt hat. Und Leute, nur dass ihr mal wisst, wie das Leben eines Coaches aussieht. Wir haben jetzt Freitagabend und ich schaue jetzt auf die Uhr, es ist 19 Uhr. Da sind die meisten Menschen im Feierabend und da sitzen zwei bekloppte Coaches jetzt vor der Mattscheibe und führen ein Interview, um einen Podcast zu füllen. Einfach an, dass man mal weiß, also so ein Coachleben, wenn man ausgebucht ist, dann wird es auch zeitlich immer ein bisschen begrenzter. Und dennoch freue ich mich, dass es geklappt hat, Ronny, dass du dich freischaufeln konntest. Und ich fange gleich mal an. Jetzt mal ganz ehrlich, wir kennen uns so viele Jahre. Und du hast bei uns die Ausbildung gemacht zum zertifizierten Life Coach. Und dann hast du ja irgendwann uns mitgeteilt, ich habe mich spezialisiert auf Singles. Und da war ich erstmal überrascht. Klar, mit unserer Ausbildung kann man das ganze Leben von Menschen coachen und jeder findet da auch sein Spezialgebiet. Aber jetzt mal unter uns, warum bist du Single Coach geworden? Gute Frage. Gute Frage. Ja? Und dazu auch noch Single Coach für Frauen. Ja, das, als ich das dann gehört habe, habe ich gesagt, okay, jetzt ganz fies, ganz laut gedacht. Naja, wenn es nicht klappt, dann hat der Ronny immer einen im Petto oder sagt, komm, dann stelle ich mich zur Verfügung. Nein, der Scherz beiseite. Aber ganz ehrlich, warum Single Coach? Was war die Motivation? Also die Motivation war, ich greife es mal vorne, nach vorne. Ich habe ja nicht als Single Coach angefangen. Also du hast ja schon gesagt, ich habe die Ausbildung gemacht als zertifizierter Life Coach, und als Life Coach kannst du ja eigentlich alles machen, ja, wenn du Lust hast, ja? Weil du einfach, und das ist ja bei dir in der Ausbildung eigentlich auch das Besondere. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Ausbildern so ist, aber bei dir kriegt man ja, sagen wir mal, Tools in der Hand und das noch und nöcher, die wirklich also auch nicht nur oberflächlich an der ganzen Sache kratzen, sondern auch in die Tiefe. Und deswegen könnte ich eigentlich auch alles machen. Gut, alles ist schön, aber irgendein Spezialgebiet. Und deswegen habe ich mich erstmal als Beziehungscoach spezialisiert. Beziehungscoach war eine ganz witzige Sache. Und auch spannend, was da so an Klienten auf mich zukam. Aber, um das auch ein bisschen jetzt mal nicht so auszuschweifen, zwischendrin kamen natürlich auch immer wieder mal ein paar Singles. Gut, Singles, Beziehung ist ja irgendwie, hat ja irgendwas damit zu tun. Ne? Ist alles ein Thema. Das wurden aber immer mehr, ja? Weil die Singles natürlich auch mich weiterempfohlen haben. Und dann kam der nächste und der nächste, und ja, ich habe gehört und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich kannst du ja die Probleme, die manche in der Beziehung haben, schon als Single-Mensch beseitigen. Ja, wenn du an der Kommunikation arbeitest, wenn du da schon mal vielleicht die fünf Sprachen der Liebe erwähnst und daran, also viele Sachen, die man vielleicht schon vorbereiten kann, dass der Mensch dann in eine Beziehung geht, dass es da dann auch schon besser läuft. Ja, weil viele gehen ja verkorkst als Single in die Beziehung ein und dann haben wir den Salat. Und das kann man natürlich.
Und beziehungsweise Single Coach als Frauen und warum nicht für Männer? Also es ist ein bisschen Eigennutz, weil Männer öffnen sich nicht so, wie man das natürlich braucht als Coach. Ja, man muss viel, viel aus der Nase ziehen. Es gibt eine Ausnahme, aber die meisten Männer sind natürlich sehr in sich gekehrt und wollen sich natürlich der ganzen Sache nicht so öffnen, obwohl sie Hilfe brauchen und wollen. Aber es dauert halt ein bisschen länger. Und Frauen sind da mehr kommunikativer den ganzen gegenüber. Ne? Und als Single Coach für Frauen ist es so, das ist der männliche Blickwinkel in der Beratung. Ja, also ich habe die Überzeugung, dass eine andere männliche Perspektive da sehr, sehr wertvoll sein kann, als wenn das jetzt eine Frau macht. Nicht, dass es eine Frau nicht auch tun könnte, aber der Blickwinkel ist doch ein anderer. Ja, du sprichst mir da auch ein bisschen aus der Seele, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich ja spezialisiert, die Menschen selbstsicherer, souveräner und sichtbarer zu machen und auch gerade bei den Führungskräften, wo oft auch Selbstsicherheit und Souveränität fehlt. Und mein Hauptklientel, so ungefähr 70%, sind Frauen. Ja, nur 30% sind Männer, weil Männer auch davon ausgehen, also ich kann es ja eh, also ja, ich bin eh das Geilste unter der Sonne. Und Frauen da auch wirklich einen anderen Zugang haben. Und was ich so festgestellt habe, ist, dass Frauen gerne zu einem Mann gehen, zu einem männlichen Coach, weil sie das, was du jetzt gerade sagst, nämlich diesen Blickwinkel eines Mannes zu verstehen. Also wir ticken ja anders und es ist wertfrei. Ja? Männer sind keine Frauen, Frauen sind keine Männer. Ich finde dieses Ganze, die Frauen müssen männlicher sein, die Männer weiblicher, finde ich aus psychologischer Sicht total grenzüberschreitend. Es gibt Männer und es gibt Frauen, Punkt. Und ich finde das ganz wichtig, dass vielleicht sollten auch die Männer eher zu weiblichen Coaches gehen, um den Blickwinkel einer Frau zu verstehen. Also wie die ticken, wie die denken, wie die, wenn sie morgens aufstehen, was haben die für Gedanken, was haben wir für Gedanken? Ja. Und deswegen, das kann ich nachvollziehen, dass du dann irgendwann gesagt hast, ja, ich konzentriere mich da eher auf die Frauen, weil ich ihnen mitgeben kann, was der Mann fühlt, wie er denkt, auf welcher Ebene er schwingt, wie man mit ihm kommunizieren muss. Denn es gibt, und das kann ich wirklich sagen, und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, es gibt keinen größeren Unterschied zwischen Mann und Frau als in der Kommunikation. Also das ist Wahnsinn und wertfrei, aber wir kommen, dass wir überhaupt zueinander kommen, dass wir ein Pärchen werden, das grenzt manchmal an Wunder und dass, wenn man dann noch einen Long Run hat als Beziehung, das ist dann nochmal ein Wunder. Aber wenn ich jetzt dich nochmal so fragen darf, warum ist es denn für Frauen so schwierig, einen Partner zu finden? Also ich meine, die Single-Börsen sind voll. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wie sie alle heißen, möchte ich jetzt gar nicht nennen, nicht, dass es nachher heißt, wir machen hier irgendwelche Schleichwerbung, aber die Single-Börsen sind voll mit Singles, Männer wie Frauen. Und warum fällt es den Frauen so schwer, den edlen Ritter auf dem weißen Ross an Land zu ziehen? Also was ist da so deine Erkenntnis, deine Erfahrung aus den ganzen Coachings, die du ja schon gemacht hast? Also warum ist es so schwer? Also die Gründe dafür sind echt schwierig. Also für die Schwierigkeiten, auch, die sie haben, sind vielfältig und ja, ich würde auch mal sagen, individuell. Ne? Jede Dame hat ja so ihre eigenen Anliegen, weswegen sie dann zu mir kommen. Es gibt diejenigen, die Selbstzweifel haben, also mangelndes Selbstverhalten, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Bindungsängste ist auch ganz groß. Sie wollen eine Bindung, sie wollen Partnerschaften, haben aber Angst vor Nähe und vor Verpflichtungen. Unrealistische Erwartungen. Überhöhte Ansprüche an potenziellen Partner. Also es ist schon. Also überhöhte Ansprüche kenne ich aus meiner Ehe. Das kenn ich. Ich glaube, das haben wir alle durch. Aber was ich sagen will, es ist nicht schlimm, irgendwelche Erwartungen zu haben an den zukünftigen Partner. Aber die Erwartungen sollten natürlich schon realistisch sein. Ja? Und emotionaler Rückzug, Misstrauen, Skepsis gegenüber den Absichten von dem anderen. Ja, der will ja nur das eine, der will nur
man glaubt es nicht, immer noch mein Geld oder, ja. Ne? Unabhängigkeitsstreben. Ne? Man möchte zwar einen Partner, aber da ist der übermäßige Wunsch, unabhängig zu bleiben. Nähe verhindern. Ja. Oder auch Wiederholung von Fehlern, Angst haben, die gleichen Fehler zu machen, die ich in meiner letzten Partnerschaft oder in meiner letzten Ehe gemacht habe. Und da sind natürlich so einige die Glaubenssätze, die negativen Glaubenssätze. Gesellschaftlicher Druck kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Also vor 20 Jahren, als ich noch Single war, meine Mutter ständig. Ja, was wird denn jetzt? Ich will hier ein Enkelchen haben. Ich sage, ja, aber ich nicht. Also ich habe das mit meinen Omas gehabt. Ich habe ja sehr spät geheiratet. Ich habe ja auch einen Fehlversuch schon hinter mir. Hätte ich dich gebraucht wahrscheinlich, um das vielleicht hinzukriegen. Wobei ich sagen muss, wir haben auch einen Beziehungscoach dann damals zur Rate gezogen, um zu gucken, ob wir da nochmal die Kurve kriegen. Hat aber nicht geklappt. Und meine Omas haben gar nicht mitgekriegt, dass ich geheiratet habe und Kinder gekriegt habe, weil die schon verstorben waren. Und die nervten natürlich auch auf diesen typischen Familienfesten wie Weihnachten, Ostern. Ei, Bub, ich komme ja aus dem Rheinland-Pfälzischen. Ei, wann wird's dann endlich? Wann willst du dann heiraten? Und wann willst du dann jetzt Kinder kriegen und so, ja? Und mein Sohn ist geboren, da war ich 42. Ja, Zwillinge, da war ich 47. Also das ist schon alt, ja? Also wenn ich jetzt sehe, wenn ich das dann hochrechne, bis ich dann Opa werde, wow, das kann noch ein bisschen dauern. Aber ich hatte, glaube ich, auch die gleichen Themen, die du gerade genannt hast, wo du gesagt hast, ja, ich hatte ein unheimlich hohes Unabhängigkeitsbestreben, habe ich immer noch. Also Unabhängigkeit ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen bin ich auch selbstständig. Könnte mir nicht vorstellen, nochmal für ein Unternehmen zu arbeiten. Ich fand diese Freiheit eben auch sehr schön. Und ich musste, wenn ich ganz ehrlich bin, auch erstmal meine Baustellen alle schließen. Ich hatte nicht die schönste Kindheit und da habe ich auch gedacht, ey Mann, du hast schon eine vermurkste Kindheit hinter dir, bevor du anderen Kindern jetzt auch noch vermurkste Kindheit lieferst. Das ist auch ganz wichtig, dass man den ganzen persönlichen Müll erstmal beseitigt und sich selbst erstmal im Klaren wird, also sich auch selbstbewusst werden, ne? Was bin ich, wer bin ich, was will ich überhaupt? Und da ist es überhaupt nicht auch verpönt oder sagen wir mal schlimm, sich selbst auch mal hinzusetzen, eine Liste zu machen. Was erwarte ich denn? Was möchte ich von meinem zukünftigen Partner und was möchte ich für mich? Ja, ganz klar. Wenn ich jetzt Frau bin, Ronny, und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen länger Single und es gibt ja dieses Modell, dass Männer sich immer downsizen, dass sie sich immer eine Frau suchen, die nicht so erfolgreich ist, nicht so gebildet ist. Also immer, es gibt ja dieses Chefarzt, Krankenschwester, Abteilungsleiter, Sekretärin, dieses Modell gibt es ja. Ne? Und ich fand das interessant, ich glaube, der Hirschhausen hat das mal so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wenn wir das Modell verfolgen, dann bleiben am Ende hochintelligente, erfolgreiche und hübsche Frauen übrig. Weil da geht keiner hin, weil die Männer dann ihren Minderwertigkeitskomplex haben und dann Probleme haben. Aber jetzt nehmen wir an, ich bin so eine erfolgreiche, gut aussehende, ja, mit dem gut aussehen fällt schwer bei mir, ich weiß, ich bin eine erfolgreiche, intelligente, gut aussehende Frau und ich komme jetzt zu dir und sage, Ronny, mir geht's langsam auf den Keks, ich habe Tinder durch, ja. Ich suche jetzt mal was Festes, was fürs Herz. Wie gehst du da vor? Wie muss man sich ein Coaching als Frau vorstellen, wenn man zu dir kommt? Also wie du ja selbst weißt, ist ein Coaching so ein individueller Prozess. Ja? Und ich führe oftmals ein Erstgespräch durch, und um einfach mal zu ermitteln, die Bedürfnisse zu ermitteln, die Wünsche und die Herausforderungen. Ja? Und dann geht es natürlich um eine klare Zieldefinierung. Wir nennen es mal Zieldefinierung. Ne? Ja. Ist also schon mal die Grundlage der gesamten Arbeit. Und dann, wenn wir dieses Ziel festgelegt haben, dann können wir auch weiter arbeiten an Tools, die dann eingesetzt werden. Ne? Das kommt also immer auf das Ziel drauf an, auf das Anliegen, was die Dame hat. Und
Ja, dann gibt es vor allen Dingen mit der Arbeit an der Kommunikation. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Dame, so wie du, eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist, ja. Dann würde ich empfehlen, dass der künftige Partner das mit dem so kommuniziert, dass der keine Angst haben muss vor dem, was die Frau macht. Ja, sie muss es also so kommunizieren, dass er eben keine Angst hat. Ja. Naja, das kann, weil bei vielen Männern ist es so, um Gottes Willen, die ist ja erfolgreicher als ich, die verdient ja mehr als ich, also, und da fängt schon wieder bei ihm an, dass er Minderwertigkeitskomplexe bekommt oder sonst was. Und dann stimmt die Balance in der ganzen Geschichte schon nicht mehr. Ich kenne das von zu Hause, weil Doro war ja jahrelang Keynote-Speakerin, ja, und ist durch die Republik gereist und hat Vorträge, hat ganze Hallen gefüllt. Was sie streckenweise für so einen Vortrag gekriegt hat, wo sie dann eine Dreiviertelstunde bis Stunde gesprochen hat, da musste ich ein ganzes Seminar für 2 Tage geben, um das Gleiche zu bekommen. Also ich habe auch so jemanden zu Hause, der mit weniger Aufwand Geld verdient hat, wobei der Aufwand enorm ist als Keynote-Speaker, das möchte ich hier unterstreichen. Du musst ja dir das Wissen auf die Platte bringen und du musst es so gut rüberbringen, dass die Leute eine Dreiviertelstunde bis Stunde dir zuhören und inspiriert und motiviert werden. Das ist aber auch eine Gabe. Ich glaube nicht, dass man das einfach erlernen kann. Das ist eine Gabe. Aber ich bin ja der Meinung, und wenn ich das in meinen Seminaren immer wieder sage, die Frau ist ja die einzige Beute der Welt, die ihrem Jäger auflauert. Dazu stehe ich. Also die Frau macht sich ja, die präpariert sich ja, macht sich hübsch, macht alles schminki, schminki, alles gut, geht raus. Und sie weiß ganz genau, wen sie haben will. Ja. Und der soll sie jetzt auch ansprechen. Das Problem, was ich aber sehe, und du kannst das vielleicht sogar noch ein bisschen differenzierter sehen oder auch bestätigen, dass dann der Brause-Paul kommt, der sagt, oh geil, sieht doch geil aus, ey, komm, geh ich hin. Ja, so. Und die sagt, nee, hey, Paul, pass mal auf, nicht für dich. Hier für den Richard Gere, Brad Pitt da hinten. Chris Pratt, wie sie alle heißen, der soll mich ansprechen, nicht du. Ja? Und ich glaube, dass die Frauen dann auch irgendwann genervt nach Hause gehen und sagen, ja, toll, jetzt habe ich hier alles gemacht, mich aufgebrezelt entsprechend und habe nur den einen oder anderen Brause-Paul gehabt, der mich da angequatscht hat. Aber der, für den das alles gedacht war, der hat mich nicht wahrgenommen. Machst du denn da auch sowas für die Sichtbarkeit irgendwie, dass die sichtbarer werden oder dass sie andere Signale senden, dass dann wirklich der Mr. Right kommt und sagt, hey, du bist mir den ganzen Abend aufgefallen und ich musste jetzt hier rüberkommen und einfach mit dir reden. Ja, also ist das noch, ist das etwas, was du da auch mit drin hast? Also ich bin da immer vorsichtig, weil wenn jetzt zum Beispiel irgendeine aufgetagelte, total geschminkte Dame da vor mir sitzt und sagt, sie hat ein Problem, dann ist es immer so ein schmaler Grat zu sagen, pass mal auf, ein bisschen weniger Lippenstift und Lidschatten täte dir gut. Ja. Man kann in die Richtung lenken, und aber das ist nicht innerhalb von einer Minute, das ist nicht von innerhalb von einer Minute gesagt. Also so bin ich auch nicht. Also ich bin zwar direkt und stoße auch mal so auf die Probleme hin, aber das ist ja eine persönliche Sache. Oder andere Sachen, die jetzt irgendwie übertrieben und auffällig sind. Da muss man dann ja schon drauf hinarbeiten, aber nicht direkt mit der Tür ins Haus. Also ich habe einen guten Freund und der ist schon sehr lange Single und der war wirklich schon verzweifelt. Also der hat damals dann bei mir Powertanken mitgemacht, damit er mal wieder so ein bisschen Lebensfreude entwickelt, weil der hatte über zig Portale hatte der die Damen angeschrieben und der hatte dieses Ghosting-Phänomen. In dem Moment, wo er sie dann quasi dazu bringen wollte, dass sie sich mal persönlich treffen, sind die verschwunden wie ein Geist. Und der war richtig down. Also gibt es auch Frauen da draußen, ich meine, die werden vielleicht nicht zu dir kommen, aber gibt es auch, wo du sagst, die wollen einfach nur ein bisschen spielen und wollen ihr Ego streicheln? Ja, aber die kommen nicht zu mir. Wie du schon gesagt hast. Ja, das ist auch jeden, den ich einem Coach nicht empfehle, ist diejenige, der seine Situation nicht ändern will. Ja, das sind die, die spielen wollen. Das kenne ich von mir damals. Ich wollte auch nur spielen und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen.
Und wie bei der Letzte, der hat so eine Coach gegangen, warum? Will es ja nicht ändern, war doch toll. Na, also von daher, die gibt es aber nicht bei mir. Also wir merken, Ronny war ein wilder Feger. Ne? Der weiß, wie es geht. Ja? Okay. Ronny, eine kleine Quintessenz für die Frauen da draußen, für unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Hast du so ein Hack, weil Life Coaching to go, dein 5 Minuten Psycho-Hack, hast du etwas, wo du, weil du weißt, das sind so immer wiederkehrende Probleme bei deinen Klientinnen, hast du einen Hack, wo du sagst, pass auf, so und so starte oder das und das mach? Gibt's da irgendetwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ich weiß, es ist differenziert. Coaching ist immer individuell, weiß ich. Ich bin ja selbst schon 22 Jahre dabei. Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, mach mal das und dann wird's besser oder es wird auf alle Fälle in die richtige Richtung gehen? Garantien können wir eh nicht geben, das ist klar. Also ich würde mal einen Ansatz geben für alle Damen, die jetzt zum Beispiel einer der negativen Glaubenssätze besitzt, ich bin nicht gut genug. Also da würde ich erstmal den Tipp geben, einfach mal hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was man denn, es klingt jetzt banal, aber was man denn alles erreicht hat im Leben und was man kann, was man besonders gut kann. Und sich das einmal vermittelt. Ja, und auch verinnerlicht. Und das vielleicht auch in regelmäßigen Abständen. Also die negativen Glaubenssätze, die kriegt man ganz gut weg mit dem Coaching. Selbst kann man es auch schaffen, nur ist es halt schwieriger. Und man muss auch wirklich daran glauben, dass sie jetzt weg sind. Also im Coaching ist das schon ein bisschen besser. Aber man kann ein bisschen sich unterstützen, indem man wirklich sich positive Affirmationen geben, wunderbar. Und dann ist natürlich auch die Frage, woher kommen diese blöden negativen Glaubenssätze? Ja, waren das die Eltern, die immer gesagt haben, du bringst es sowieso zu nichts? Oder war es der letzte Partner, der immer gesagt hat, na du wirst sowieso keinen besseren finden als mich? Ganz verschiedene, unterschiedliche Sachen. Aber um mal auf dem Punkt bleiben, ich bin nicht gut genug, da einfach mal sich eine Liste zu schreiben und sagen, was hat man denn alles erreicht? Was hat man denn? Nicht, was man nicht hat, sondern was hat man denn? Und was man besonders gut kann. Ne? Die einen stricken vielleicht gerne und können super gut Bowling spielen oder sonst irgendetwas. Ja? Und was also, man gut Satz, guck mal auf die Haben-Seite und nicht auf die Soll-Seite. Genau. Also was bringst du mit, ja, als so. Persönlichkeit an Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Talente? Und was hast du schon alles in deinem Leben erreicht? Ja, das auf jeden Fall, so dass du da auch gestärkt rausgehst auf den Markt, um dann auch wirklich mit einer Niederlage auch besser klarzukommen. Weil genau, darum geht es natürlich auch. Es wird immer Niederlagen geben. Immer. Ja, aber nach der 5., 6., 7., 8., 10. Niederlage kommt vielleicht auch mal der positive Effekt. Und dann bleibt vielleicht auch mal einer stehen und sagt, hey, Mädel, ist gar nicht so schlecht. Okay. Die perfekten, es gibt ja, wer ist perfekt? Und nee, also außer dir wahrscheinlich niemand. Nein, Scherz beiseite. Ja, das ist natürlich abgesehen davon, aber. Okay. Gut. Ja, das war der Podcast von heute. Vielen Dank an Ronny Rosen, einen der besten Single-Coaches Deutschlands, einer der erfolgreichsten auch. Also wenn ihr da einen Termin wollt, dann macht mal hinne, weil da sind viele, die anklopfen. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt, ein Like. Und wenn du noch mehr wissen willst über Persönlichkeitsentwicklung, dann schau doch mal auf meine Bonusseite jenskortz.de/bonus. Und da findest du auch das eine oder andere, um dich nach vorne zu bringen. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei Life Coaching to go. Und bis dahin, bleib gesund, zuversichtlich und mutig. Dein Jens. Dein Ronny.